Hallo, herzlich willkommen in meine Easy Sunshine Kitchen. In diesem Video backe ich einen richtig leckeren Mohnkuchen. Er ist super lecker und einfach zubereitet. Zum Abmessen brauchen wir keine Waage, sondern einfach einen Becher und einen Esslöffel. Für die Zutaten brauchen wir einen halben Becher Mohn, einen Esslöffel Vanillezucker, 4 Eier, 2 Päckchen Backpulver, 2 Becher Schmand, 2 Becher Zucker, wobei ich weniger genommen habe, und 2 bis 3 Becher Mehl. Ich habe 2,5 Becher Mehl benutzt. Wir geben alle Zutaten in die Rührschüssel, also jetzt keine bestimmte Reihenfolge, weil es ein All-in-One-Teig ist. Wichtig ist hier, dass man denselben Becher benutzt, damit das Verhältnis auch stimmt. Sobald wir alle Zutaten in die Rührschüssel gegeben haben, lassen wir es gut durchrühren. So sollte der Teig jetzt aussehen. Ich habe einen Backrahmen auf 40x30 eingestellt und gebe nun den Teig hinein. Danach backe ich ihn bei 180 Grad für ca. 20 Minuten. Während der Teig backt, gebe ich einen halben Becher weiche Butter und eine Dose Milchmädchen in eine Rührschüssel und verrühre es kurz. Denn sobald der Kuchen fertig ist, geben wir die Masse oben drauf und so wird der Kuchen dann schön saftig. Ich bereite jetzt auch schon die Mandelmasse zu. Dafür brauchen wir 2 Becher Mandeln, 1 Esslöffel Butter und 2 Esslöffel Zucker. Ich schmelze kurz die Butter und gebe die restlichen Zutaten dazu. Das Ganze wird schön vermischt und angeröstet. Hier muss man aufpassen, dass es nicht anbrennt, deswegen immer schön umrühren. Nach 20 Minuten Backzeit mache ich eine Stäbchenprobe. Mein Kuchen ist fertig und nun steche ich mit einem Holzspieß kleine Löcher hinein. Danach gebe ich sofort die Milchmädchenmasse auf meinem Kuchen und verstreiche es immer wieder glatt. Ich lasse es ein bisschen stehen und mache es immer wieder, bis die ganze Flüssigkeit eingezogen ist. Jetzt ist die Masse fast vollständig eingezogen und ich gebe nun die Mandeln darauf. Und das war's auch schon. Mein Kuchen ist fertig und er ist so lecker, weil er von innen schön saftig ist und oben hat er einen richtig schönen Crunch. Ganz einfach und ganz lecker. Ich hoffe, euch gefällt das Rezept und ihr macht es mal nach. Über ein Foto würde ich mich sehr freuen. Und wenn ihr Milchmädchen mögt, dann verspreche ich euch, wird es eines eurer Lieblingskuchen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbacken. Bis bald!